Ich weiß nicht, es sah nicht ganz perfekt aus. Nee. Das passt alles nicht wirklich. Aber das passt auch nicht. Das auch nicht. Das geht doch völlig vorbei. Das passt genau. Es muss schon das sein. Das ist es meiner Meinung nach nicht. Nee, das ist auch zu unsymmetrisch. Ja. Am ehesten. Am ehesten. Das ist es ja. Okay, wir mussten alle Symbole machen. Oh, das Spiel hat sich aufgehängt. Das Spiel ist abgestürzt. Oh Gott, Leute, ich... Oh mein Gott, ich muss das alles nochmal spielen. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss das alles nochmal nachspielen. Bis gleich. Ciao. So, meine Freunde, ich bin wieder an den Punkt zurückgekehrt, wo wir waren. Ich wollte bloß das hier beenden. Nicht, dass wir dann irgendwas verpassen, weil es geht dann Schlag auf Schlag. Ganz kurze Sache, wir haben doch vorher bei dem Leichen, da waren Nummern drauf, ne, so 2, 7, 6. Die 7 war auf der Leiche, die man verbrannt hat, deswegen hätte man schon wissen können, dass in der Schublade Nummer 7 die Kratzspuren sind. Ja. So nebenbei. Was zum... Das verlorene Dorf, okay. Oh... Nee. Nee, das ist zu viel. Was ist das denn, Mann? Was ist das denn? Dieses komische Schleimmonster? Dann werden wir... Das zerstörte Dorf. Dann waren wir irgendwann so ein Zyklop und jetzt... Hier ist die Frau, deren Zauber mich hierher gebracht hat. Hey, schönes Weib. Wer bist du? Danke, ihr Geister. Du bist gekommen. Ich fürchtete, deine Ankunft war nur eine Vision. Aber da stehst du nun. Olmec, der heilige Krieger, preiset die Götter. Unsere Gebete wurden erhört. Zähme deine Zunge, Weib. Ich habe nach deinem Namen gefragt. Also? Oh, vergib mir. Ich heiße Teteo. Ich bin das Dorforakel. Aha. Warum hast du mich begrüßt und nicht der Häuptling?
Er muss das Dorf instand setzen, großer Krieger. Er ist als einziger Mann übrig geblieben und muss uns gegen Quetzalcoatl verteidigen. Vergib uns, aber wir sind nur noch wenige. Was ist los hier? Warum wolltet ihr mich sehen? Es ist Quetzalcoatl, heiliger Krieger. Er ist wieder da. Was ist das für ein Quatsch? Der sitzt auf seinem ehrwürdigen Thron im Himmel und nicht an diesem unseligen, verdreckten Ort. Nein, nein, heiliger Krieger. Er ist wirklich zurückgekehrt, so wie es auf der Mauer des Kummers vorhergesagt wurde. Ich bin so perplex. Tut mir leid, dass ich gerade so still bin. Ich bin einfach so perplex. Wenn du die Wahrheit sagst, dann muss ich ihn sehen. Wo ist er? Er steht oben auf dem Zornesberg und will mit seinem Zauber das Blut der Erde über uns bringen. Das sieht nicht so gut aus. Steht der Jaguar-Tempel noch? Ja, er hat der Flut und den Erdrutschen widerstanden. Quetzalcoatl versucht jetzt mit dem Blut des Zornesberges den Tempel zum Schmelzen zu bringen und den Rest des Dorfes zu zerstören. Rosige Aussichten. Eure Sage erwähnt auch kahlköpfige Otonmi-Krieger. Wo sind die zu finden? Quetzalcoatl hat sie abgeschlachtet wie wehrlose Kinder. Jetzt ziehen ihre vom Zauber gebannten Schatten durchs Land. Schatten, sagst du? Können die denn noch kämpfen? Nein, ehrwürdiger Krieger. Es sind verlorene Seelen im Niemandsland zwischen Leben und Tod. Ihre Wehrlosigkeit gegen den Zauber hat sie in den Irrsinn getrieben. Die Geisterstimmen wispern nur noch sinnloses Zeug. Schön. Diese Menschen haben mich gerufen. Ich habe ihre Stimmen gehört. Diese Menschen haben mich gerufen. Ich habe ihre Stimmen gehört. Es ist so strange. Diese Menschen haben mich gerufen. Ich habe ihre Stimmen gehört. Band des Kummers. Bilder, die die Geschichte des Dorfes erzählen. Warum? Nicht wundern, ich habe den neuen Speicherstand Dr. Morgan genannt, weil es das letzte war, was wir gesehen haben. Dies sind die heiligen Feuer. Und das ist erloschen. Dies sind die heiligen Feuer. Oh, da steht so ein Krieger, oder? Hey. Seine Seele lebt noch hier. Dieses Wasser ist nicht rein. Sie haben Quetzalcoatl mit einer Statue geehrt. Und er zahlt es ihnen mit Zerstörung heim. Da siehst du mal, was für ein Grattler. Gehen wir mal auf die Fresse. Dieser Geist sucht nach Gerechtigkeit. Geist, erkläre dich. Was war dein Name in der Welt der Lebenden, gefallener Held? Wie bist du zu diesem Namen gekommen, Schattengestalt? Gekämpft. Wie Jaguar. In Schlachten. Wie auch alles mega heroisch sagt. Was war dein Rang als Kriegergeist? Frisches Blut. Junger Stamm. Ist da. Elders Silo.
keine Angst, junger Krieger. Das Dorf ist nicht verloren, solange ich atmen kann. Dachte auch. Verstanden. Schnell die Schlacht gezogen. Schnell gestorben. Good talk. Großer Totempfahl. Der Weg ist blockiert. Vielleicht ein anderes Mal. Der Weg ist blockiert. Vielleicht ein anderes Mal. Der Weg ist... Ein unglücklicher Geist. Geist, was sagst du? Wache, Totem, Ehre gebietet. Aufrichtig zu bleiben. Wie war dein Name in der Welt der Lebenden, gefallener Krieger? Tepiktok. Durchstreifte die großen Gewässer. Heute der See. Ein Fischer? Ja. Und Krieger. Und Ehemann. Warum stehst du hier, du Gefallener? Was bedeutet dieser Totempfahl für dich? Bleibe, wo ich fiel. Tempel des Windes. Beschützen. Selbst im Tode. Der hat doch noch eine gute Einstellung. Ich will dem Tempel nichts Böses. Ich bin Olmec, heiliger Krieger. Lügen und Intrigen wie das Böse. Keiner darf vorbei. Alle wollen zerstören. Du bist verwirrt, verlorener Krieger. Ich sage die Wahrheit. Quetzalcoatl ist auch mein Feind. Nun tritt zur Seite, damit ich in den Tempel kann. Beweise, beweise die Wahrheit deiner Worte. Stell dich, test, bevor du vorbei kannst. Wer war deine Frau? Fragen wir erstmal die wichtigen Fragen. Sie, die mein Herz hat. Ich meine ihren Namen. Wie ist ihr Name? Wenn sage, nicht verletzen. Was war dein Rang als Kriegergeist? Jung war ich, aber älter als Ometoch. So sei es. Was für ein Test soll es sein, den es zu bestehen gilt? Geschenk, nie gegeben, Frau. Ein Geschenk für deine Frau? Welcher Art? Funkelt, Kreise, Hals. Eine Halskette? Nun gut, ich werde eine für sie finden und dann... Nein, besonders angefertigt für Sie, vom Schöpfer, beweise Worte. Ich schaue noch mal kurz zurück, ob wir mit dem anderen Geist, der am Wasserfall steht, auch quatschen können. Ja, also, der Wahnsinn in dir ist, denke ich, Geist, ganz gut umschrieben. Was sagst du? Schande, ewige Schande, für nicht gestorben. Schande, Schande. Was war dein Name in der Welt der Lebenden, gefallener Held? Huizilo,
Hüter des Krieges, Sohn des Tezcatl, Dorfhexenmeister. Du bist der Sohn von Tezcatl? Ja, Weise, Alter. Was war dein Rang als Krieger, Geist? Kämpfer, vier Schlachten, junger Bruder von Mixquatl. Welcher Schande schämst du dich, du Tapfer? Konnte nicht aufhalten, einen Krieger. Unser ganzer Stamm versagt gegen einen Mann. Ja, scheiße. Was soll man dazu sagen, mein Bruder? Es gibt Tage, an denen verlierst du, und es gibt Tage, an denen gewinnen die anderen. Das würde ich tatsächlich gern cosplayen, wird aber nicht möglich sein. Einfache Töpferware. Die Macht des Unheiligen muss wirklich groß sein. Die Macht des Unheiligen muss wirklich groß sein. Was für komische Stimmen. Einfache Töpferware. Kann der Schmerz einer Frau so groß sein? Weib, was sagst du? Warum weinst du so? Vergib mir, heiliger Krieger. Ich will nicht respektlos sein. Aber der Tod meines Mannes grämt mich noch. Er starb im Kampf mit Quetzalcoatl. Das ist doch sehr ehrenhaft. Wer war dein Mann? Er hieß Tepiktok. Er war ein Krieger, aber auch der Fischer des Dorfes. Er hat von den Geschenken des Meeres gelebt und der Wassergöttin immer demütig gedankt. Auch liebte er die kühlen Mauern des Wassertempels, wo er Tage voller Meditation und Gebete verbrachte. Ich habe gesehen, dass der Wassertempel überflutet ist. Ja, das war das Werk des Bösen. Quetzalcoatl hat eine Riesenwelle geschickt, aber der Tempel steht noch immer stolz im Wasser. War jetzt nicht sehr hilfreich. Die hat eine VR-Brille an. Zeit? Was ist das hier? Eine leere Kupferschüssel. Muss wohl für Opfergaben benutzt worden sein. Dann nehmen wir doch mit. Das Dorf liegt in Ruinen. Alter. Ein Bild des Grauens. Ein Großteil des Dorfes scheint unter den Steinen begraben zu sein. Eine verehrungswürdige Frau. Alte Frau, was siehst du? Ich sehe, dass das Orakel dich mit Erfolg hierher gebracht hat, obwohl es mir im Moment recht nutzlos erscheint. Der Schaden ist angerichtet. Du kannst hier nichts tun. Wie meinst du das, du bittere Zweiflerin? Ich bin Olmec. Ich kämpfe im Namen der Götter. Du klingst so fanatisch wie mein Mann, der Narr. Welcher Mann wäre verrückt genug, eine so bösartige Zunge zu heiraten, alte Frau? Ha! Mein Mann ist Tezcatl, der Hexenmeister. Zeugte zwei Söhne mit mir. Und jetzt rennt er dem sicheren Tod in die Arme.
Und ich muss tatenlos dabei zusehen, wie er sein Leben wegwirft, weil er dem Guten dienen will. Was hat er denn vor? Er will den König aus dem Totenreich mit seiner bescheidenen Magie bekämpfen. Doch ist er zum Sterben verdammt. Wo sind eure beiden Söhne? Sind sie im Kampfe gefallen? Ja. Quetzalcoatl hat ihre Körper wie Grashalme zerknickt. Schon bald wird mein Mann zu ihnen stoßen und ich werde alleine zurückbleiben. Was ist das, was du da zusammenbraust? Nichts Besonderes, heiliger Krieger. Nur ein einfaches Mittelchen für meine schmerzenden Knochen. Das Alter fordert seinen Preis. Okay, schwierig. Hütten des zerstörten Dorfes. Das Spiel dreht völlig ab. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es hat Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen auf dem Schlauch gestanden, sind dann aber doch gut durchgesmoothed. Der Absturz war natürlich bitter, aber ich denke, wir haben es ganz gut hinbekommen. Jetzt müssen wir ein Maya-Dorf retten. Gut. Ich würde sagen, wir machen uns da einfach das nächste Mal ran. Und ja, bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.